Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raiden und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wo ihr das ganz lange Katana finden könnt. Und das Ganze erinnert mich ein wenig aus Final Fantasy 7. Sephiroth hatte dort solch ein langes Katana gehabt. Und ich werde euch einfach mal den Fundort bzw. zeigen, wo ihr das Schwert bekommen könnt. Ich bin hier bei dem Checkpoint. Erste Schritte. Also quasi euer Anfang und ich werde euch jetzt einfach mal den Weg zeigen, denn wir müssen jetzt hier runter und wir lassen die ganzen Gegner hier einfach mal stehen. Hui, ich dachte gerade, ich falle runter, aber ich habe noch mal Glück gehabt. Bis zum Ort des Geschehens ist es gar nicht so weit. Diesen Punkt könnt ihr euch also gut merken, hier wo die ganzen Fledermäuse sind. So, weiter geht's und zwar genau hier. An diesem Punkt. Hier ist so quasi so ein kleiner Unterschlupf mit einem Lagerfeuer. Vielleicht ist der ein oder andere schon mal hier vorbeigekommen und hat diesen Kollegen hier getroffen. Ihr müsst diesen Kollegen angreifen, damit ihr gegen ihn ein Duell machen könnt. Und das Ganze müssen wir jetzt natürlich besiegen. Genau, versucht immer möglichst hinter ihn zu kommen. Ah. So, wir haben ihn besiegt und das ist quasi euer Ziel. Und hier lässt er dann nun etwas fallen und das müssen wir dann Objekt aufheben und da bekommen wir die Naga Kiba und das Ganze schauen wir uns jetzt auch einmal an. Wie gesagt, bei euch wird der Ronin, so nennt er sich, beziehungsweise so wird er bezeichnet, hier einfach dastehen und wird euch etwas sagen und sagt immer wieder, kehrt um, bevor es zu spät ist und greift ihn einfach an. Und danach müsst ihr dieses Duell eingehen. Ich werde mal beide Waffen ablegen und hier die Naga Kiba anlegen. Ich bin noch nicht ganz stark genug, ich brauche noch 22 in Geschick. Die Waffe skaliert halt mit dieser Attribute und deswegen bin ich jetzt noch nicht komplett. So, ich werde ihn mal in beide Händen halten. Genau. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze doch schon relativ groß. So, die Attacken sind quasi wie bei der normalen Katana auch. Halt nur, dass diese Waffe um einiges länger ist. Und die hat ein anderes Talent, denn die macht einfach einen großen Vorwärtsstoß. So. So, damit habe ich euch gezeigt, wo ihr dieses lange Schwert holen könnt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, sehr mächtig. Und ich denke mal, ihr werdet auch viel Freude damit haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns sicherlich zu einem neuen Video wieder.